Ja, Mineralienfreunde, Kolleginnen und Kollegen, ich habe hier noch ein bisschen einen Nachtrag. Und zwar nehme ich jetzt die Stücke aus Peru, die, ja, ich sage jetzt mal Spezialitäten nochmal hier auf, in der Vitrinenbeleuchtung, weil draußen ist es irgendwie trotzdem schon so dunkel und man kann das nicht wirklich gut aufnehmen, wenn keine Sonne scheint. Gerade bei diesen Stücken ist es eigentlich wichtig. Und ich zeige euch nur mal diese Stücke hier jetzt noch mal im Detail, was ich gerade draußen gezeigt hatte auf dem Tisch. Und ja, hier nochmals diese hübsche Stufe hier mit Fluoridkristallen hier, das ist ja schon brutal hier, das Material hier mit diesen grünen kubo-oktaedrischen Fluoridwürfeln von der Huanzala bzw. Hualanca, das ist ein bisschen Unterschied, ist aber in unmittelbarer Umgebung, das kommt also von Hualanca, nicht von Huanzala-Mine. Und hier nochmals diese beiden Stücke hier. Das eine Stück mit den Oktaedern. Auch gleiche Fundstelle. Hualanca. Sowie der größere oktaedrische Kristall hier mit. Ohne Matrix, so muss man sagen, der ist hier so ausgeätzt. Hier unten ist wahrscheinlich irgendein Schwimmerkristall oder sowas. Bisschen Pyrit hängt noch mit drin dazwischen. Und das ist hier so ein großer Oktaeder. So kann man das bezeichnen. Und der ist auch makellos, so im Großen und Ganzen. Weil der hat also nur Ätzfiguren hier oben zu sehen. Also natürliche Verätzungen sind es, keine Beschädigungen. Und hier unten rum ist er auch ausgeätzt. Ja, das sind also die Fluorite von Hualanca. Das sind so richtig gute Teile, muss man echt sagen. Also das ist ein ganz interessantes Material, was da so gefunden wird. Und wie gesagt, diese hübsche Oktaederstufe und dieses fantastische Stück hier mit dem Pyrit und diesem freistehenden Fluoridkristallen. Das ist schon die Schau, das ist schon der Hammer, das Teil hier. Das muss man so sagen. Also es sieht halt in der Vitrine im Licht vielleicht doch ein bisschen besser aus wie draußen. Manchmal ist es umgekehrt, sind die Sachen draußen besser aus. So, und dann haben wir hier noch im Hintergrund ein Stück, das hatte ich euch hier gar nicht gezeigt draußen. Das ist ein Stück, das steht eigentlich in meiner Sammlung. Das ist zum Beispiel ein Pyrit, der stammt von der Mine in Huanzala. Und da sieht man halt einfach wieder diesen Farbunterschied. Das ist jetzt eine Stufe aus der Huanzala-Mine, wo damals die ersten Fluorite rausgekommen sind. Ja, das ist im Prinzip ja, ähnlich, aber trotzdem anders, weil wie schon gerade gesagt, die Farbe ist grundsätzlich nicht grün von dem Fluorit hier von der Huanzala-Mine. Der ist eher so hell und transparent. Und die Matrix ist auch, man kann sagen, ja, ziemlich mit Pyrit hier. Besteht quasi aus kleinsten Pyritkristallen hier, so eine Verwachsung, alles mit Pyritkristalle voll hier. Kleine Kristalle, klein, aber fein, aber mir geht es in dem Fall um den Fluorit, der hier eben gewachsen ist. Und das ist halt Material. Das gibt's eben in der Huanzala-Mine. Das muss man nochmal dazu sagen. Das ist also Huanzala-Fluorit mit Pyrit. Und das ist ein
sehr hochwertiges Ding, vor allen Dingen ein großes Stück. Ich habe das auch mal mit online gestellt. Ja, müsst halt mal gucken. Und wie gesagt, hier hatten wir diese hübsche Stufe mit den grünen Kristallen, sowie diese beiden hübschen Stücke mit den grünen Fluoriten. Und dann haben wir hier im Hintergrund noch diese Stufe mit dem Tetraedrit und den Spinell-Twin-Fluoriten. Und da ist das Licht eigentlich ganz wichtig, damit ihr euch mal das richtig vorstellen könnt. Also wir haben hier zwei Fluoridkristalle kristallisiert als sogenannter Spinell-Twin. Und das ist ja hier ganz deutlich zu sehen, hier an diesen Kanten. Die sind quasi geteilt, diese Kristalle. Das heißt, sie sind verzwillingt, verdrillingt. Und das gibt es also auf dieser Seite hier, sieht man die Spaltung. Und genauso auch auf der anderen Seite hier sieht man die Kerbe quasi. Eine natürliche Teilung ist das. Das ist die Verzwilligung halt. Ja, und das muss man auch im besseren Licht sehen, und das ist halt einfach ein Stück was auch dementsprechend hochwertig ist, und da muss man das richtig zeigen, ist ganz wichtig. In dem Fall halt, wie schon gesagt, in der Huanzala-Mine gibt es keine grünen Fluoride, sondern nur die hellen, und deswegen sind auch diese Spinell-Twin-Fluorite, helle Kristalle. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal noch was anderes. Man weiß ja nie, was da alles rauskommt. Wie gesagt, die gehen da neue Richtungen und finden halt doch immer wieder mal ein bisschen was Außergewöhnliches und was Neues. In diesem Sinne, Leute, wollte ich das euch nur kurz mal zeigen, hier in einem anderen Licht. Diese Stücke sind ja online bei den Mineralien in Peru. Habe ich das online gestellt. Ne? Also, das ist schon richtig ein brutales Teil hier, das hier. Das muss man schon sagen. Ja, wie gesagt, ihr habt es ja jetzt gesehen, das Stück war draußen am Tisch nicht zu sehen, aber ihr seht es ja jetzt, das ist im Prinzip Fluorit mit dem Pyrit und die grünen hier, sowie dieses hübsche Stübchen hier. In diesem Sinne soll es das gewesen sein, und wenn ihr was wissen wollt, ihr dürft euch immer gern melden, die Kontaktdaten gleich am Ende des Videos. Bleibt dran, Leute, es geht weiter mit weiteren Mineralien in den nächsten Tagen, und ich würde sagen, ein herzliches Glück auf und bis demnächst bei Matrix Minerals TV.